Einen wunderschönen Pfingstsonntagmittag wünsche ich euch. Slares Let's Play, falls ihr dabei seid, live, also kurz nachdem das Video erschienen ist, dann könnt ihr tatsächlich diese christlichen Feiertage im Monat Mai mit mir feiern, in irgendwelchen fremden, fernen Sternenreichen. Ich gebe mal gleich ein bisschen Gas, klicke auf Pause weg, auf geht es. Denn im Augenblick ist ein bisschen Business as usual bei uns. Wir sind in Friedenszeiten irgendwo im Osten, da tobt ein Krieg hier zwischen den Slarpanor und den Ymors. Was geht da uns an? Uns hat doch keiner angegriffen. Wir haben auch niemand anders angegriffen und hoffen, dass es so bleibt. Wir bauen im Augenblick eine Korvette, um unsere winzig kleine Flotte ein bisschen zu vergrößern, um vielleicht potenzielle Gegner, wie beispielsweise die Oned Quarak, abzuwehren. Das gibt's doch nicht. Das ist der Running Gag hier. Habt ihr das gehört? Habt ihr das mitbekommen? Oh, Zuschauer wissen, was ich jetzt mache. Beraterlautstärke runter, schon wieder, immer noch. Ich spiele immer noch mit der Release-Version, immer noch ist das hier ungepatcht, ungefixt, dass nach Neustart des Programms der Berater dazwischen quakt, auch wenn man ihm zwischendurch das Wort verboten hat. Unfassbar, was für ein renitenter Geselle. Ich fasse es nicht. Was ist passiert? Das Daranma-System ist komplett fertig. Das war die UN Skalski, die hat hier alles erkundet. Hier dusselt sie ein bisschen vor sich hin. Und was haben wir hier erkundet? Aha, gar nichts. Wir wissen, hier sind jetzt Mineralien. Aha, sehr spannend. Das ist irgendwo so ein gammeliger Asteroid. In der Mitte ein bisschen Credits. Hier, schön, dreier Mineralien. Okay. Wären wir ein Konstruktionsschiff, würden wir jetzt etwas tun. Wir hatten ja zuletzt eines der Schiffe... Der Bakturianer hat mir hier entdeckt, in der Nähe unseres Territoriums. Die suchen da auch eine Anomalie. Unfassbar, die Konkurrenz ist unterwegs. Deshalb fliegen wir jetzt ein Stückchen gen Westen in der Hoffnung, dass wir immer ein bisschen schneller sind als sie. Und zum einen erkunden wir ja gegnerische Systeme, weil wir, neutrale Systeme, weil wir mögliche... Sternsysteme schon mal aufdecken und erkunden wollen, wo wir vielleicht eine Kolonie hinsetzen. Andererseits geht es aber auch schlicht darum, und das ist ein Wettlauf gegen die Zeit, halt dieser Untersuchung der Anomalien der Konkurrenz wegzuschnappen. Beschaffung von Alien-Exemplaren. Der Direktor des Museums für Exobiologie auf der Erde hat uns gebeten, ihm mehrere lebendige Alien-Exemplare zu beschaffen. Diese Kreaturen wurden auf erkundeten, bewohnbaren Welten gesichtet, sind aber schwer einzufangen. Dazu wären für einen längeren Zeitraum sämtliche Ressourcen eines Forschungsschiffs notwendig. Tja, ob das ethisch jetzt so einwandfrei ist, interessiert mich natürlich die Bohne. Wir leben hier, wir haben wichtige staatsmännische Aufgaben zu erfüllen. Wir müssen dem Erdenreich, müssen wir eine Vormachtstellung in der Galaxie Nein, jetzt mal im Ernst, jetzt mal ganz im Ernst. Kennt ihr irgendein großes Reich in der menschlichen Geschichte, das im Zweifelsfall bei der Frage, wollen wir ethisch korrekt handeln oder wollen wir machtpolitisch erfolgreich sein, sich für die erste Alternative entschieden hätte? Ja, es gab mal diesen Ashoka. Es gab mal diesen indischen Fürsten, der Buddha entdeckt hat und... das liegt Ewigkeiten zurück, zig Jahrhunderte, und der hatte zuerst Krieg geführt und hatte dann das Elend der Bevölkerung in den eroberten Städten gesehen und hat dann gesagt, nee, das schmerzt mir, das schmerzt mir in der Seele, und er hat dann der Jagd abgeschworen, hat angefangen fleischlos zu essen und hat all seine Nachbarreichen und deren Fürsten mitgeteilt, er würde definitiv niemals einen Krieg gegen sie führen und sie müssten das so rüsten gegen ihn, könnten sie ruhig einstellen, und hat dann... hat halt Buddha entdeckt, hat dann den Rest seines Lebens irgendwelche Friedenspolitik betrieben in seinem Reich und Missionare, die seinen friedenspolitischen Kurs und die Lehren Buddhas verbreiten sollten, in die Nachbarländer geschickt. Das war der große Ashoka. Ja, das ist Vergangenheit. Das ist Science Fiction. Denn das gab's wirklich, aber so sind wir nicht. Wir werden diese Exemplare beschaffen. Beginnt die Ereigniskette Beschaffung von Alien-Exemplare oder keine Ressourcen. Nein, das will ich haben, das will ich haben. Das interessiert mich einfach. Menschlicher Forschergeist. Wie sieht das denn aus, dieses Sozialprojekt hier? Beschaffung von Alien-Exemplaren. 7 Stück brauchen wir. Und, es gibt die trügerischen Tarplaks, die mächtigen Tarsergoid. Das klingt ja fast so schon wie dieser wie heißt das? Schwiegertöchter gesucht Sendung auf RTL Dreiecksack 2 oder wie auch immer der Sender heißt. Die machen da auch immer so Dinge wie die trügerischen Tarplaks oder die
esoterischen Eremiten oder anderes. Die mächtigen Tarsagoiden, die abscheulichen Orinti, die heimtückischen Sniran, die geschmeidigen Golanta, die gerissen Utlorana, die gefräßigen Zulkur. Wenn man auf eins klickt, dann kann man die auf der Karte verfolgen und dann kann man dahin fliegen und die erforschen. Das ist interessant. Da unsere Forschungsschiffe im Augenblick eh nicht so wahnsinnig viel zu tun haben, schnappen wir uns jetzt mal das Schiffchen, das wir gerade hier woanders hinschicken wollten. Und was ist denn hier in der Nähe? Auf Karte verfolgen. Ach, die sind da. Ja, die sind aber weit weg. Oder das sind andere. Die sind hier unten. Ich werde jetzt erstmal die andere Ereigniskette, die hier, wo sind die denn? Dass das hier immer so aufploppt, das hätte ich gerne weg. Auf Karte verfolgen. Ist da unten? Da, verfolgen beenden. Jetzt das Geleuchte hier weg. Die trügerischen Taplax, wo sind die denn? Ah, die sind weit im Osten. Und die hier, die? Die sind bei uns um die Ecke, okay. Hm, da kommen wir auch schlecht hin. Ich gehe ein bisschen näher ran, das war hier. Die sind auch direkt da vorne. Direkt hinter dem Reich der Kamarianer. Hier unten, da kommen wir hin. Wo sind die denn? Irgendwo, wo wir den Fog of War noch nicht mal aufgedeckt haben. Und da gilt dasselbe. Das heißt, hier die... Ah ne, das sind sie. Alles klar. Das sind drei. Drei um die Ecke. Das ist gut. Da schnappen wir uns das Schiffchen hier. Und werden jetzt mal bei den... Einfach mal alles anmachen. Oh. Wir sind da, hier, da unten hinfliegen, könnten wir machen. Die Frage wäre nur, kommen wir wieder halt zurück? Ist es, oder welches Gelände ist das? Liegt im Raumbereich der Kamarianer? Keine offenen Grenzen, da kommen wir nicht hin. Projekt erforschen. Kollegen, die sind hier oben dran. Kunden hier ein Planeten nach dem anderen. Es ist nur noch einer. Das sollen die ruhig. Dann sollen die das System mal beenden. Was ist mit der Iwamoto? Unser Konstruktionsschiff ist hier angekommen in Stentlar. Da wollten wir, wenn ich mich richtig entsinne, hier eine... Ne, da ist ja schon eine Forschungs... Achso, wir wollten einfach nur weiterfliegen. Alles klar. Hier, auf Sargas. Da könnten wir noch... Genau, da könnten wir hier noch eine Forschungsstation errichten. Um mehr Industrieforschung zu holen, brauchen wir dafür 90 Mineralien. Die haben wir in wenigen Minuten. Bergbaudrohnen, Arbeitsmoral, die Drohnen... Das ist dieses alte Drohnenvolk, in Anführungszeichen, das wir zuletzt entdeckt hatten. Militärisch sehr stark, knapp vor unserer Grenze gelegen. Die Drohnen sind bemerkenswert effizient darin, beständig schwindende Mineralvorkommen aus Felsen zu schlagen, die menschliche Bergleute wegen vermeintlicher Erschöpfung der Vorkommen schon längst aufgegeben hätten. Unsere besten Ingenieure arbeiten bereits daran, die Methoden der Drohnen zur Verwendung in den Vereinten Nationen der Erde, Bergbaunetzwerken und Stationen anzupassen. Die sollte die Effizienz steigern und dabei gleichzeitig den Energieverbrauch senken. Das heißt, wenn wir diese Forschung oder dieses Projekt abschließen, dann bringen unsere Bergbaustationen mehr Mineralien und verbrauchen weniger Credits Unterhalt. Fein. Die Tatsache, dass die Drohnen entgegen früherer Annahmen nicht gänzlich stumm sind, ist von geringerer Bedeutung. Sie stoßen extrem unregelmäßig Signal-Ping
Gebirgs aus, deren Wellenlänge aber schwer von Störgeräuschen zu isolieren ist. Ob noch jemand da ist, um diese Pings zu empfangen, ist ein weiteres Rätsel für die Zukunft. Wir müssen herausfinden, wie sie Abbauorte bewerten. Schon wieder. Haben wir jetzt etwa noch ein weiteres, eine weitere Riesenliste von Quests? Das gibt's doch nicht hier tatsächlich. Ah, nur hier. Meine Güte. Dann gehen wir mal raus und gucken mal, wo das ist und schicken da unser nächstes Forschungsschiff hin. Ah, da oben. Ach, das ist doch gut. Das ist doch hilfreich. Das heißt, das ist... wo haben wir denn? Hier die. Die schicken wir da gleich hin. Und zwar mit gedrückter Shift-Taste hier hin und erkunden. Alles klar. Und wir sind gleich ein Jahr weiter, feiern Silvester, neues Jahr. Herzlich willkommen im Jahr 2226 nach Christi Geburt. Und jetzt haben wir unser Konstruktionsschiff, das wo ist, hier unten genau. Und können hier auf Sargas gleich eine Forschungsstation bauen. Bevor wir das aber machen, stellen wir fest, wir haben im Raumhafen eine weitere Korvette fertiggestellt. Wo ist die? Ja, irgendwo hier unten. Und hängen gleich eine weitere Korvette dahinter dran. Denke ich mal. Ja, hier ist keine Militärforschung. Okay. Bauen. Korvette Odysseus-Klasse. Nein, Korvette McCampe. Ach so, ein Zuschauer hatte sich drum gebeten. Ich möge doch bitte. Ich glaube, das war John Wiltulski, wenn ich mich richtig erinnere. Liebe Grüße. Den kenne ich auch persönlich vom letzten Community-Treffen im letzten Jahr. Kommt ihr diesen Freitag? Also nicht diesen Freitag. Letzten Freitag, den Freitag der Gamescom in Köln, abends 18.30 Uhr. Habe ich schon ein paar Mal erzählt. Community-Treffen bei uns im Forum gibt es für die registrierten User ein Thread. Für die ist er einsichtig und da kann man sich mit den anderen Leuten aus dem Forum und befreundete Let's Player-Kollegen kommen und diverse andere Gäste, prominentere und einfachere, treffen am Abend der Gamescom. Man muss auch nicht an der Gamescom teilgenommen haben. Man kann einfach so auch mal den Sprung machen nach Köln. Infos findet ihr bei uns im Forum im Bereich rund ums Forum. So, eine Odysseus-Klasse könnte ich bauen und dann hier oben rumflitzen. Und dann hier runter und dann hier einfach noch so mehr auf. Ach, das mache ich ja. Komm, das mache ich. Ich baue eine Odysseus-Klasse und versuche noch einmal ein paar Abenteuer zu erleben. Derweil die Human Intelligence Agency, HIA, die hat, glaube ich, die letzte Korvette. Genau, weil die im Orbit ist, ist die automatisch dazugefügt worden. Das ist ja schön. Muss ich das nicht manuell erledigen. Sehr, sehr fein. Hatte ich das nicht hier gemacht, dass ich hier mittlerweile... Doch, hier hatte ich eine eingestellt. Wir haben trotzdem noch 71 Credits. Okay. Wahl des Präsidenten im April in 3 Monaten. Unser Kandidat, Azizi Nungwane, dessen Boni wir sehr zufrieden sind, der aber mittlerweile schon steinalt ist, liegt vorne. Alles im grünen Bereich. Alles okay. Weiter geht es. Ich würde ganz gerne bei Gelegenheit nochmal ein paar Planeten ausbauen. Wir haben mittlerweile Credits ohne Ende dafür. Also ausbauen heißt in dem Fall, dass wir ein paar Blocker entfernen, die es da gibt. Aber da bräuchte man in der Regel 100 Credits, 100 Mineralien für. Und Mineralien, die verbrauchen wir im Omnicare ganz schnell aus, um die 2 Konstruktionsschiffe, die wir mittlerweile schon haben, permanent am Laufen zu halten und denen die neue Forschung, die neue Station bauen zu lassen. Insofern fehlt uns da das Mineralienvorkommen im Augenblick für. Aber wir erhöhen ja ständig mit unseren Konstruktionsschiffen, erhöhen wir ja ständig das rundliche Plus an Mineralien. Insofern können wir uns das, ich habe halt leisten. Plus 60 haben wir jetzt hier, das ist schon cool. Wo abgeschlossen, die Odysseus ist fertig, sehr schön. Wurde leider automatisch unserer HIA hinzugefügt. Da ist sie. Hier unten klicke ich mal auf... wie hole ich die denn hier raus?
auf neue Flotte erstellen. Dann nehme ich mir die UN Viking. Hier. Das reicht schon. Gehe wieder raus. Ohne Anführer. Da hätten wir einen. Wir haben einen Admiral, der übrig ist. Beim Kommandieren der UN. Ach, das ist der Chef unserer Heimatflotte. Der würde natürlich mehr Erfahrungspunkte geben, wenn wir ihn dem anderen Schiffchen geben würden. Aber das ist mir zu riskant, denn der hat wenigstens 2 Kommandopunkte. Und diese beinahe unbewaffnete Odysseus-Erkundungs-Himmelfahrtskommando-Einheit, die jetzt ins Nirgendwo zu schicken, da ist das Risiko schon ganz groß, dass der sterben würde. Ich hoffe, die Besatzung der Odysseus hat das gerade nicht gehört. Jetzt klicken wir auf bei der, sie heißt First Fleet, die benennen wir gleich um, und zwar in, geben der tatsächlich den Namen des Schiffes. Das ist für uns einfacher. Ja, Odysseus, genau. Odysseus, okay. Und, was ist mit der Haltung? Flottenhaltung passiv ist okay. Ja. Das ist auch alles okay. Gehen wir raus, schnappen uns die Odysseus und fliegen mit der. Wohin? Das hier würde ich denn, ja, das haben wir schon erkundigt. Ich würde gerne hier oben im Bogen, dann quer durch den Norden, dann hier ins Hinterland und noch die fehlenden Reiche aufdecken. Das wäre mir echt ein Anliegen. Das heißt, wir schicken die Odysseus jetzt erstmal. Bis an den Rand dessen, was wir besiedelt haben. Nee, das geht nicht. So. Von da aus ruhig schon mal weiter. Hier sind wahrscheinlich ja keine fremden Schiffe. Autsch. Ja, anders kommen wir da nicht hoch. Das sollte funktionieren. Okay. Gut, gut. Das ist die Odysseus. Sollen wir ein weiteres Schiffchen in den Bau packen? Noch nicht. Ich warte einen Moment noch ab. Achso, Bau abgeschlossen. Erde, ja, könnten wir machen. Vielleicht lieber doch abwarten, das nächste Kolonieschiff schon mal in Auftrag geben. Oder die Konstruktionsschiffe. Wo sind die denn? Was sind die in der Nähe? Hier, der fliegt dorthin. Hat er noch keinen Bauauftrag, dann klicken wir hier mal auf Forschungsstation bauen. Und das Konstruktionsschiff ist dabei, hier ein Forschungsgebäude zu bauen und fliegt dann weiter runter. Okay, alles klar. Mit der nächsten Korvette warte ich einen Moment ab. Fion oder Firon. System ist vollständig erkundet. Sehr hübsch. Viel Industrieforschung. Wahl des Präsidenten steht bald an. Forschungsstation fertig gebaut. Prima. Produziert 3 Industrieforschung. Sehr schön. Hier flitzen wir mit der UN Rubicon mit unserem Konstruktionsschiff. Ein neuer Herrscher, Azizi Nungwane, hat's gepackt. Ist und bleibt unser Präsident. Ist das nicht ein gewisser Writing Bull? So kann man sich irren. Ausweichende Feindflotte. Was ist denn das wieder, so ein Mist? Ach nein, nicht schon wieder. Habe ich die schon wieder auf... Kein Kommentar. Also als Dauerzuschauer der Reihe wisst ihr, warum ich jetzt beinahe geflucht hätte. Beinahe. Wie gut, dass ich so über viel Selbstbeherrschung verfüge. Dann, ja, dann geht's so stattdessen.
Unsere Nachbarn expandieren partout nicht. Schimpfen aber wahrscheinlich die ganze Zeit über diese vereinte Nation der Erde, die sich bereit machen, im Nirgendwo. Aber dafür überall nirgendwo sind. Forschung? In einem Monat Weltraumgefecht fertig. Aha. Hier baut ein Konstruktionsschiff fleißig. Eine weitere Bergbaustation für Credits. Da sind wir schon bei plus 11. Aha. Oh Gott. Gott, Himmel. Urak Fetont versinkt im Atomkrieg. Zwischen mehreren der größten Nationalstaaten auf Urak Fetont ist kürzlich ein gewaltiger Krieg ausgebrochen. Unsere Forscher beobachteten aus sicherer Entfernung im Orbit, wie der Konflikt rasch zu einem weltweiten Atomkrieg eskalierte. Anscheinend ist die gesamte Bevölkerung des Planeten im nuklearen Feuerstrom umgekommen und die Umwelt wurde nachhaltig geschädigt. Nun gibt es nichts mehr, was man beobachten könnte. Tja, unsere Beobachtungsstation erlebt ein furchtbares Drama mit. Hätten wir uns vielleicht doch einmischen sollen? Wir hatten ja eine Politik der Nicht-Einmischung betrieben. Haben nur beobachtet. Hätten wir vorunterfliegen sollen, landen, uns zu erkennen geben, ihnen zeigen sollen, wie überlegen wir sind. Ihnen unsere Werte nahelegen sollen, dass man nämlich friedlich miteinander umzugehen und alle seine Bedürfnisse über andere zu herrschen und zurückschieben und sie unterwerfen sollte, einem anderen Drang, nämlich dem seiner Obrigkeit, seiner fernen Obrigkeit in einer weit entlegenen galaktischen Hauptstadt, der zu folgen und der weisen Anführerschaft eines göttlichen Wesens, dessen Namen von allen nur heimlich leise geflüstert wird. Riding Bull. Nein, ich meine natürlich Byrnodin. Hätten wir uns doch einmischen sollen. Im Nachhinein ist man immer klüger. Was meint ihr? Hätten wir was sagen sollen? Hätten wir dann, vielleicht, wenn wir diese Doktrin der Nicht-Einmischung nicht beachtet hätten, hätten wir dann Millionen, wenn nicht gar Milliarden Leben retten können? Und haftet jetzt an unseren Patschhändchen das Blut dieser Völker?